diese Autobahn soll also weitergeführt werden über diesen Kreisel in Richtung diesen Kreisel. Und es gibt ja jetzt diese schönen Tunnel. Das ist zwar nicht so schön im First-Person-View-Mode, den ich gerade in diesem Kameramod hier, in diesem Mod, sondern, tja, ist nicht so schön, aber weil man nicht so viel sieht, wenn man da unten rumfährt. Aber was soll's, es ist nun mal da und die Tunnel sind da und die wollen wir mal nutzen. Dann machen wir erstmal hier Pause. Reißen das hier mal ab und gehen mit der Autobahn unterirdisch weiter. Einfach mal gerade durch. Und gehen dann hier wieder hoch. So. Das gleiche machen wir auch für den Rückweg. Gefälle zu steil, was ist das? Nicht genügend Geld. Ach genau, okay, dann müssen wir aber jetzt mal. Nee, ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Das geht nicht. Der Tunnel ist natürlich teuer, ja, ich weiß. Wir müssen ja hier weitermachen. Nehmen wir mal noch so ein 60.000er Darlehen. Das sollte vielleicht nicht reichen. Gucken wir mal, ob es reicht. Vergessen Sie nicht, sich den Güterbahnhof anzugucken. Ja, ja. Okay. Alles klar. So, wir sind hier jetzt wieder unterirdisch. So, damit haben wir jetzt also eine Autobahn und wir haben wieder nur 6.000, das ist also recht teuer natürlich. Aber die nächsten Straßen sind ein bisschen billiger, wir werden also nur noch hier die Abfahrt brauchen. Die wir dann hier anschließen müssen, so. Und genauso dann hier. So, damit haben wir das schon mal fertig. Die Autobahn sitzt auch hier an dem Kreisel dran, sodass wir also dann hier direkten Zugang zu diesem hinteren Stück des Industriegebiets haben. Dadurch sollte sich dann hier der Kreisverkehr entspannen. Wobei da ja eigentlich gar keine Spannung war, sondern das war sowieso relativ easy. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das sich jetzt auswirkt hier. Da fahren schon die ersten durch den Tunnel durch. Ja, wir werden mal mit einem mitfahren. Der fährt wohl nach rechts, oder? Ja, der wird direkt rechts abfahren. Wo will der hin? Der fährt nach Multimedia-Zentrum dahinter. Okay, der wird den Tunnel nutzen und benutzen. Hier fehlt mir noch. Spannungsleitung so quer rüber, wobei wir sie natürlich auch genauso gut hier rüber bauen könnten. Und dann den Rest abreißen. So. Funktioniert das? Ja, geht wunderbar. So, jetzt gucken wir uns nochmal so einen Hansel hier an.
Wo möchtest du gerne hin? Du möchtest in die Reiseagentur Lachgesicht. Ha, was für ein Name. Der will dahin. Ach, er arbeitet da. Moment, wo wohnt er denn? Er wohnt hier. Fährt er dann den Kreisel bis zum Schluss? Die Autobahn, die unterirdische Autobahn. Das gucken wir uns mal an. Und da sehen wir, dass das halt dann optisch nicht so schön rüberkommt. Denn hier fährt man jetzt so, naja, man guckt sich das an, wie man früher auf der Rolltreppe vielleicht unter die Miniröcke in den 80er Jahren der Frauen geguckt hat. Hier, man sieht von unten. So. Also, das ist jetzt für diesen First-Person-Mod ist das nicht so schön, der Tunnel. Aber sonst verkehrstechnisch und für eine Lautstärke hier natürlich schon. Gehen wir mal wieder raus. Lautstärke. Gucken wir mal nach der Lautstärke. Na, wenn wir jetzt hier, sieht man ja die Autobahn. Das hier ist Totenstille, wenn man so will. Was ist denn mit euch hier? Ihr habt nicht genügend Kunden. Warum nicht? Was ist hier? Kriminalitätsrate ist so hoch. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Denn es gibt ja diese Zusatzgebäude hier. Das sind diese, glaube ich, einzigartigen Gebäude. Manche bekommt man ja wirklich nur. Shoppingstatue. Achso, deswegen Geld konnten wir die nicht bauen. Also die können wir im Prinzip bauen. Was haben wir hier? Wir brauchen Industriegebiete noch und noch. Hier brauchen wir Geld noch und noch. Da brauchen wir Bürgergesundheit unter 20%. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir werden hier erstmal, ja, hier ist natürlich Kriminalitätsrate entsprechend hoch. Also werden wir mal hier die Polizei hinsetzen. So, und dann sollte sich das alles in Wohlgefallen auflösen. Wir können jetzt im Moment keine Feuerwache bauen. Okay. Kein Problem. So, was haben wir gesagt? Wir müssen die Gesundheitsrate hier. Was war das? 3 Instanzen von Friedhof habe ich nicht. Okay, das dauert noch. Bürgergesundheit unter 20%. Und da müssen wir wahrscheinlich mit unseren Steuern, mit unserem Budget arbeiten. Gut, dann machen wir mal einfach auf 0. Geht gar nicht. 50% können wir nicht ganz runter machen. Mal gucken, ob das was bringt. Und dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, ja? Und gucken mal, welche Auswirkungen das hat. Bürgergesundheit geht runter. Das ist schön. Ja, das ist eigentlich nicht schön, aber wir wollen ja dieses Gebäude freischalten. Kann man wirklich auf eine angeschlagene Gesundheit stolz sein, steht dort. Anscheinend schon. Der Krankenhausplatz ist ein malerisch schönes Gebiet, das die Leute gern besuchen. Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Ja. Gut, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich. Also 57. Ja, kriege ich mal so jetzt nicht so leicht hin. Ne? So, was haben wir denn noch? Hier haben wir, das könnten wir bauen. Wohngebiet mit 10.000 Quadratmetern gebaut, das kriegen wir auch hin.
Der öffentliche Nahverkehr, das schaffen wir auch, das ist kein Problem. Hier haben wir einen durchschnittlichen Müllberg von mindestens 25. Ja, das heißt, wir müssen also auch die Müllgebühren mal absenken hier. So, auf 50%. Gucken wir mal, wie das sich denn auswirkt. Wir machen also jetzt alles bewusst schlecht, damit wir uns diese Dinger da freischalten können. So, was haben wir hier noch? Alle Steuersätze höchstens 4%. Das können wir gleich mal machen. Steuersätze höchstens 4%. Wir sind auf 9. Gehen mal auf 4. Und 4. Selbst wenn wir es jetzt noch nicht bauen. Einen noch. Und jetzt sollte man das hier eigentlich 20 Wochen lang unterhalten. So, was haben wir hier durchschnittlich im Müllberg? 9. Jetzt geht es wieder hoch mit dem Müllberg, genau. So, sind wir jetzt bei einer Woche. Jo, jetzt ist also eine Phase, wo wir warten müssen. So ein bisschen, ne? Und deswegen habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen auf Tempo geschaltet hier beim Rendern. Wo ist meine Gesundheit? Da. Naja, Durchschnittsgesundheit 57%. Wir haben kranke Bürger. Wollen wir das nicht mal ganz ausschalten hier? Die kann man doch auch ganz ausschalten, ausmachen. So. Gucken wir mal, wie sich das dann mit den... Da können wir ja hier die Dinger auch wieder... was wollen wir? Wir können ja hier die Sachen, das Budget wieder hochschrauben. Wenn wir eh die Krankenhäuser ausgeschaltet haben. So. Was brauchen wir? Industrie. Oh Gottchen. Industrie, das machen wir doch mal. Da halten wir mal an. Die stehen am Rand des Bankrotts. Moment, habe ich hier was übersehen?